Okay, Leute, ich kann meinen Mund riesengroß aufmachen. Pass auf. Ha. Ach, nein, das war noch nicht. Ha. Ach, nee, das auch noch nicht. Jetzt kommt's. Meine werten Damen und Herren, denn das hier ist ein Spiel, wo man heute mal seinen Mund aufmachen muss. Denn das ist nämlich Jumping Heads. Genauso wie dieser Mund von diesem Typen, der da herumspringt, werden wir tatsächlich versuchen, unseren Kopf ins Ziel zu bringen. Das bedeutet also, wir haben hier einen Kopf, der sich mit Mütze ganz exorbitant vorwärts bewegt. Und wir müssen durch das Klicken einfach den Mund aufmachen. Das bedeutet also, wir müssen also mit unserer Bewegung, beziehungsweise dadurch, dass wir den Mund aufmachen, müssen wir versuchen, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen und diese ganzen Hindernisse hier zu überspringen. Das bedeutet also, wir versuchen hier mal unser Bestes, indem wir mal hier in die Ziellinie kommen und dadurch jetzt zack, zack, einfach mitten auf der 5 in der Mitte landen. Wunderbar! Wir schauen mal durch. Es gibt noch weitere Skins und sowas, die man erreichen kann, aber es gibt hier auch verschiedene Sachen, die man irgendwie durchstreiten kann. Oh Gott, da muss ich über die ganzen Dominos drüber springen und ins nächste Ziel reingehen. Ich hoffe mal, wir kommen wieder in die Mitte rein. Es sieht nicht gut aus, oder? Doch, nein! Es sind mal zwei. Eine ganz schön miese Sache. Aber wir schalten hier gerade schon wieder einen neuen Frauenkopf frei. Sieht ganz gut aus. Und ich glaube, wir kommen hier auch vorwärts. Da müssen wir jetzt die Wand umkippen, um da jetzt weiter vorwärts zu kommen. Schönes Ding. Und okay. Oh Gott, da habe ich die ganzen Münzen verloren. Nein! Was? Oh mein Gott, ich bin da gerade einfach durch Glas geflogen. Krass, das Level ist doch ein bisschen vielseitiger, als ich gedacht habe. Leider habe ich ein paar Münzen verpasst. Naja, passiert manchmal. Oh, nein! Ich habe gedacht, wir kommen locker auf die 5 drauf. Aber wir haben einen neuen Kopf freigeschaltet. Das heißt also, wir spielen jetzt einen Mädchenkopf. Oh mein Gott, die schreit sogar anders. Da müssen wir uns jetzt vorwärts bewegen. Hier gibt es hier so eine Art kleinen Fahrstuhl, den man nehmen kann. Hui! Und da kommen wir dann hier in solche Kartons rein. Schönes Ding. Wir können auch so unsere Dominos hier umhauen. Und dann können wir hier ganz entspannt ins Ziel rein. Und bitte schön. Bitte. Oh nein, es wird wieder mal zwei nur. Gerade vorhin beim ersten Mal haben wir direkt mal 5 gehabt. Das war so viel cooler. Es gibt ein Glücksrad, was wir hier fahren können. Okay, wir drücken mal drauf. Spin, spin, spin. Und wir bekommen... Oh mein Gott. Ist das Hoogie Woogie? Oh nein. Ich wollte diesem Ding die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Aber jetzt haben wir ihn bekommen. Oh Gott, nein. Ich habe nie ein Video mit ihm gemacht. Und jetzt habe ich ihn jetzt hier als Charakter bekommen. Oh mein Gott, das ist einer der gruseligsten Charaktere in letzter Zeit. Überall auf YouTube vertreten. Meine Güte. Also müssen wir jetzt damit leben. Oh Gott, er kommt hier sogar durch so ein Bällebad durch. Oh nein, oh Gott. Was habe ich hier nur getan? Schnell, schnell, schnell. Hoffe ich mal, dass wir hier die 5 Punkte bekommen. Komm schon! Nein, schon wieder nur mal 2. Gut, wir gehen weiter. Wir können uns hier auch sehr gut vorwärts bewegen. Oh, guck mal, da sind wie so kleine Sprungpads. Oh, okay, die schmeißen also auch ein bisschen zurück. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Schönes Ding. Und drüber. Und drüber. Und so. Nein! Okay, mal 3. Wir können während dem Runterfall ebenfalls unseren Mund aufmachen, ne? Und dadurch beeinflussen, ne, wie wir uns vorwärts bewegen. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Whee! Oh nein! Okay, wir gehen vorwärts. Oh Gott, wie soll ich denn jetzt da vorwärts kommen? So, und ab ins Ziel. So, und jetzt zack, zack, zack und zu. Yeah! Oh mein Gott, jetzt haben wir wirklich 50 mal 5 bekommen. Das ist jetzt sehr gutes Geld. 300 von diesen neuen Münzen gibt es jetzt. Und mit 200 Münzen können wir uns sogar schon einen neuen Casual holen. Oder halt Rare oder Lucky. Lucky haben wir tatsächlich schon Lucky Wheel bekommen. Da können wir sogar jetzt wieder eins machen. Wir haben wieder ein Spin, weil wir haben nämlich noch 3 solche Glückskleeblätter. Das heißt, wir können da vielleicht sogar, oh mein Gott, den anderen Skin direkt mitgewinnen. Das ist doch der Skin von dieser einen Serie da. Ich habe ganz vergessen, wie das heißt. Oh mein Gott, lass mal nochmal kurz spinnen. Jetzt haben wir die 2 Hauptgewinne schon gewonnen. Jetzt gibt es nur noch 80 Münzen. Was habe ich denn heute für Glück? Was ist denn heute hier für ein Tag? Nochmal einen weiteren Spin machen. Was haben wir da? Kriegen wir die 150 Münzen? Ah, nur die 30. Aber dadurch haben wir 2 weitere Spins gewonnen. Das heißt also, wir können jetzt hier erstmal mit dem Skin hier spielen. Okay, komm, wir spielen mal hier mit dem Skin. So, mal gucken, wie der seinen Mund aufmacht. Der hat nicht mal einen Mund. Der kann sich einfach nur so aufmachen. Whee! Oh mein Gott. Wie gut war ich denn gerade? Ich bin ja gerade einfach nur durch das Level geflogen, Leute. Oh nein! Mal 2 nur. Wir können uns jetzt noch einen Casual-Skin dazu kaufen. Ne? Mal gucken, was wir da bekommen. Und es wird ein weiterer Kopf. Und zwar ein Tintenfischkopf. Oh mein Gott, was ist das? Es ist ein anderes Level. Es ist... okay. Wir haben jetzt einfach so einen Skin mit
einem Tintenfisch drauf? Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier so schön runter und dann hier über diese Aktion darüber. Oh Gott, oh Gott. Uiuiui. Und hier nochmal kurz die Punkte mitnehmen. Und da gehen wir auch ganz rüber. Schönes Ding. Und mal 4. Mal 4 hatten wir noch gar... Oh mein Gott, der nächste Skin ist aber eine Kuh. Wir können uns auch wieder einen weiteren Skin kaufen für 300. Wir holen und machen uns einen weiteren Skin auf und es ist der Räuber. Den ziehen wir uns natürlich kurz an. Mal gucken, was der so drauf hat. Der schreit auch ganz, ganz komisch. So, dann können wir uns hier ebenfalls vorwärts bewegen. Und dann hier nochmal. Und dann hier. So, und einmal zack dafür. Und los. Ja, 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 ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Immerhin mal 3. Oh mein Gott, was sind das für Zahnräder, in denen wir uns hier befinden? Crazy. So, dann kann man hier nochmal ein bisschen rüberspringen. Oh Gott, jetzt habe ich mich wieder zurückkatapultiert. Ui, der ging vorwärts. So, schön das Geld mitgenommen. Und dann hier nochmal. Ui, und ja. Ich lasse jetzt nur noch den Mund offen. Ich mache nur noch mit dem Mund offen. Und mal 3. Ah, ganz knapp. Ist ja so cool gewesen, wäre es mal 5 gewesen, ne? Mal 3. Wir haben wieder ordentlich Geld bekommen. Hier müssen wir eine Brücke umschmeißen. Ich versuche jetzt so schnell wie möglich durchzukommen. Zack. Und zack. Komm schon. Ich muss hier nur vorwärts kommen. So. Oh, Junge. Nein, nein. Ich habe gedacht, ich komme auf die 5. Gut, eine weitere Tür. Da müssen wir Türen aufmachen. Okay, okay. Oh, 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 da habe ich fast alle Münzen. Oh, da habe ich alle Münzen gerade abgeholt. Junge, da gibt's aber echt einen guten Grund zu schreien, ey. Ey, mit diesem Räuber kommen wir richtig gut durch. Der Räuber ist richtig stark, Mann. Oh, oh, oh. Nein! Gedacht, ich erwische vielleicht die mal 5. Wir müssen uns mit was anderem zufrieden geben, mit einem anderen random Skin. Wir bekommen den Teufel. Nicht schlecht. Einen weiteren Rare haben wir noch nicht bekommen. Das Mädchen haben wir schon gespielt, aber wir müssen jetzt den Teufel spielen. Oh mein Gott, was ist da nur los? Er schreit jetzt wie ein Teufel und ist jetzt ganz böse geworden, ne? Dementsprechend haben wir jetzt einen richtig bösen Charakter. Oh Gott, ist das crazy. Alter, sogar das Level ist wie so ein Teufel jetzt. Oh Gott, oh Gott. Oh nein! Der schreit da so richtig runter. Oh! So würde ich aber auch schreien, wenn ich auf einer Mal 2 nur landen würde. Oh Mann! Damit haben wir wieder 450 und wir können uns damit wieder einen weiteren Skin kaufen. Und der weitere Skin wird werden der DJ-Man. Oh mein Gott, was macht der DJ-Man? Wie hört der sich an? Oh, what? Der hat einfach so überall so PlayStation-Controller fliegen. Okay, okay, okay. Let's go. Yeah. Oh Gott, der schreit ja wie eine Ziege. So, oh Gott. Aber der geht vorwärts. Der ist auf jeden Fall am Start. Der hat richtig Bock. Ah, das war aber ein kurzes Level. Okay, 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 okay. Doch, mal 4. Mal 4 kann ich mitleben. Mal 4 ist gut. Oh mein Gott, was kommt da nur für ein Monster auf uns zu? Oh, Junge. Okay, komm. Jetzt versuche ich nochmal ein... Oh, 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 oh mein Gott. Nein, was habe ich nur getan? Ich möchte gerne dieses Ding da fahren. Hier, einmal hier bitte reinrollen. Merci. Und dann, diese ganzen Pins da kurz umgeschlagen. Einen kleinen Strike gemacht, nennt sich das eigentlich auch. Und dann fahren wir hier weiter durch und sind eigentlich auch schon am Ende. Juhu! Und mal 3. Ordentliches Ding. So, meine werten Damen und Herren. Ich habe das Gefühl, das Spiel wiederholt sich nur immer wieder. Aber wir sind bis Level 18 gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall unter shop.derisse.de vorbei, denn dort gibt es den Turm für euch zum Kaufen. Kommt gerne vorbei, schaut euch das gerne an. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.